40 Stundenkilometer. Ach du Scheiße! Ja, moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Ihr habt es gerade schon gehört, wir erreichen hier Spitzengeschwindigkeiten von 145 Stundenkilometer. Ich glaube, ich habe das abgefahrenste Tuning ever für diese Maschine hier gefunden. Das ist der Wahnsinn. Ich habe ja im letzten Video schon erzählt gehabt, dass ich das Gefühl habe, beziehungsweise die Endgeschwindigkeit mit der Übersetzung einiges jetzt höher ist, aber ich halt noch nicht genau verraten wollte, wie viel, weil ich mir halt noch nicht so ganz sicher war, ob da jetzt irgendwas mit gewesen ist. Ja, ich habe vor ein paar Tagen der Sache mal so ein bisschen auf den Grund gefühlt. Und ja, ich hatte wirklich die Geschwindigkeit von sage und schreibe 145 Stundenkilometer erreicht. Abartig, sage ich euch. Huschen wir schnell hinterher und dann weiter. Aber, es kommt leider ein Aber, war das nicht ganz so 1:1, wie ich mir das gedacht habe. Es kam mir schon komisch vor. Ich habe, wie gesagt, die Beschleunigung war abartig. Da habe ich dann das Handy rausgeholt, den GPS-Sensor gestartet und habe mal verglichen, wie die Geschwindigkeiten mit Abweichungen in Realität aussehen und musste da erschreckenderweise feststellen, dass sie ganz schön auseinanderklaffen. Und zwar, das Tuning, was ich erfahren habe, war quasi ein Kid-Special-Tuning, weil mein Lütter hat wohl letzten Tage, wo ich hier rumgeschraubt hatte an der Maschine, mich auch ein bisschen in der Werkstatt quasi begleitet und mir ein bisschen geholfen und hat zwischendurch halt immer auf der Karre drauf gesessen und halt auf den Knöpfen rumgedrückt, wie er es halt immer macht. Ich habe aber nicht gewusst, dass leider das Zündschlüssel umgedreht war, also die Zündanlage quasi an war. Und zumindest der Tachomodus war aktiviert. Und ich habe hier vorne, ich weiß nicht, ob das seht, da ist ein kleiner schwarzer Knopf, womit ich halt die Tachosteuerung habe. Und ne, er hat auf jeden Fall da immer wild drauf rumgedrückt. Ich hatte mir da jetzt nichts bei gedacht, weil ich dachte, die Maschine ist aus. Er hatte sich gefreut, dass vorhin die roten Lämpchen halt sich immer wieder ändern. ja, und er hat den Radradius resettet. Der stand irgendwie auf 2000000. Ja, dementsprechend waren es leider keine echten 145 Stundenkilometer. Ich habe danach den Tacho wieder angeglichen, habe den Radumfang, hatte ich mir ja notiert gehabt, welche Größe ich da drin hatte, habe dann halt mit diesem addierten Faktor, dadurch, dass ich die Reifen ja ausdehne in der Fahrt, und habe dann nochmal die Nachkontrolle gemacht, habe das GPS-Teil, das Handy wieder hier drauf geknallt und geguckt, wie weit die GPS-Geschwindigkeit mit dem Tacho halt übereinstimmen. Habe das dann angeglichen, dass das 1:1 dasselbe ist. Und jetzt geht mein Tacho wieder richtig. Und wir haben keine 145 Stundenkilometer. Es ist enttuned worden. Ja, nicht ganz so wild. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was die Geschwindigkeit war. Also ich habe es jetzt eben gerade auf VMAX nochmal ausprobiert, nachdem der Motor jetzt warm war. Es ist ziemlich windig heute, aber auch da hat die Maschine knapp 128 geschafft auf gerader Strecke. Wo es so leicht bergauf ging, ist sie dann runtergefallen auf 125. Das ist die VMAX, die ich mit der Übersetzung, was habe ich jetzt, vorne 14 und hinten 36 fahren kann. Die Drehzahl bei 100 Stundenkilometer, haben auch viele gefragt, ist bei 6250 Umdrehungen. Wenn ich das im richtigen Moment geguckt habe, ich konnte es leider nicht ganz so konstant auf 0 halten, also auf 0, auf 100 halten. Habe mir versucht Mühe zu geben, aber wie gesagt, das müsste so 6250 war so der Wert, den das GPS auf 100 eingezeigt hat und der Drehzahlmesser dann halt diesen Wert. So, jetzt wisst ihr,
wie viel Drehzahl bei 100 und wie gesagt, VO2max ist leider keine 145 Stundenkilometer. Ich hatte mich echt gefreut, dass, ja, gut, es kam ja schon ein bisschen seltsam vor, ne? Dadurch, dass man an sich an der Übersetzung ja nichts groß ändert. Ne? Ich habe zwar jetzt vorne halt ein kleineres Laufrad, aber hinten halt auf. Wenn man das hin und her rechnet, ist der Umrechnungsfaktor für diese Ritzelei ja fast identisch. Einer von euch, ich habe den Namen jetzt leider nicht im Kopf, hatte mir das auch mit so einer Formel oder auf jeden Fall drunter geschrieben, wie genau dieser Faktor da ist. Und das war wirklich nur ein ganz marginaler Unterschied zwischen den beiden Übersetzungen, zwischen der, die ich vorher hatte, die 1538 zu 1436. Ich kann das leider nicht, diese Umrechnerei. Und ich guck mal, ob ich das noch mal finde, denn schreibe ich das nochmal hier drunter. Ansonsten kann derjenige, das wird hier drunter nochmal genau erklären, falls er da Fragen hat, der kann das garantiert besser, als wenn ich mir das jetzt irgendwo erst nachlesen muss. Ja, aber das war's leider. Mein schönes Kit-Tuning hat sich wieder in Luft aufgelöst. Aber immerhin geht der Tacho jetzt wieder hundertprozentig, soweit es geht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe den Reifenumfang, den muss man ja quasi ausmessen, einmal quasi außenrum messen, damit man den Wert dann halt in diesen Tacho eingeben kann. Und dann steht immer ein kleines Sternchen bei, dass man das mit 0,5 mal nehmen muss, diesen Wert. Bei 0,05? Oh, müsste ich jetzt auch nachlesen, jetzt habe ich den Wert auch gerade im Kopf. Das liegt daran, dass wenn ihr die Geschwindigkeit erhöht, der Reifen sich natürlich ja auch ausdehnt, ne? Also das Gummi wird ein bisschen höher und dadurch ändert sich ja auch der Radumfang ein bisschen. Und deswegen muss man halt ja, diesen Wert damit draufrechnen. Das hatte ich auch gemacht, das hat trotzdem nicht hundertprozentig hingehauen. Ich hatte immer noch laut GPS eine Differenz, glaube ich, von, boah, was waren das, 5 oder 6 km/h. Und jetzt habe ich es versucht, so zumindest von den Werten 50 und 70, 80, die haben alle noch 100% gestimmt. Und bei den Werten über 100 kommt dann ungefähr 1 km/h jetzt dazu, der nicht mehr stimmt. Warum auch immer, ne? Ja, das war so der kleine Info zu meinem Supertuning und die Auflösung vom letzten Video jetzt, warum ich mit der Endgeschwindigkeit da noch nicht rausgerückt bin, weil es kam mir da schon echt komisch vor. Weil man merkt das ja auch, ob man jetzt 120 fährt oder halt, das merkt man auch schon bei, ob man 100 oder 120 fährt. Und sag ich mal, diese 140 haben sich jetzt halt nicht so viel mehr angefühlt wie sonst. Deswegen war das halt schon ein bisschen eigenartig. Naja, jetzt ist alles wieder taco und frisch. Ich hatte in den letzten Tagen auch ja, so ein bisschen Pflege noch betrieben gehabt. Und zwar hatte ich die Willibar nochmal nachlackiert gehabt. Die hatte ja auch von dem Salz ganz schön gelitten gehabt, dass die wieder schick ist. Und es hat ein neues... Ach, fahren wir da lang. Ich habe mir noch was Neues überlegt, was in den nächsten Videos erst kommen wird, weil der Postbote hat es mir noch nicht gebracht. Aber es wird wieder eine kleine Änderung an dieser Maschine geben. Und das Einzige, was ich euch dazu verraten kann, ist, ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Wortspiel. Gasstoß. Ja. Das ist das gewesen. Ansonsten habe ich in den letzten Tagen, ihr hattet ja auch ja, wahrscheinlich das gleiche Shitwetter wie hier. Es kam ja zwischendurch richtig heftige Schneewellen nochmal an. Und ja, aber auch irgendwie nur einen Tag und danach und davor war es ja auch alles nur matschig, patschig die ganze Zeit. Nicht ganz so schön gewesen. Und ich bin leider auch immer nicht so aus dem Büro rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Darum hat das immer mit dem Drehen auch nicht so geklappt. Und ich habe zwar so ein paar Sachen, die ich in der Werkstatt halt noch filmen wollte, aber es ist gerade so arschkalt. Es ist so arschkalt draußen. Da macht das keinen Spaß. Und das Ganze hier soll ja Spaß machen. So, hier stören wir jetzt gerade wieder keinen. Und letztes Mal haben sie ja gefragt, ob man mit der über
Übersetzung denn noch Wheelies fahren kann. Ich hatte es ja nicht ausprobiert gehabt, beziehungsweise gezeigt gehabt. Machen wir oben hoch. Und das geht. Wunderbar. Ganz toll, ganz toll. Hat er das gemacht. Normalerweise ist es echt blöd, bei diesem Wetter jetzt gerade zu fahren. Wir hatten ja gestern noch diese, ja, die ganzen Schneereste hier noch alle gehabt und die haben mir wie bekloppt Salz gestreut. Ich wollte normalerweise nicht fahren heute. Und zwar habe ich ja hier hinten, ja, man sieht es, die sind noch alle so schön blank. Und diese ganzen Salzreste, die jetzt reinfliegen, muss man das halt nochmal machen, aber... Wie gesagt, heute ist so ein abartig geiles Wetter. Blauer Himmel, Sonnenschein. Wir haben es, glaube ich, 6 oder 7 Grad. Das geht also auch. Ja, das war auch der Grund, warum ich mich in den letzten Tagen nicht so ganz rausgetraut habe. Vor allem, ich habe die Straßenreifen draufgezogen gehabt. Ein Tag später kam der Schnee. Ja, so ist es manchmal, ne? Und ich hatte echt keinen Bock jetzt, wegen ja, diesem kurzen Moment gleich wieder alles umzubauen. Ihr müsst das mal ausprobieren, also wenn ihr auch hier Wheelie fahren seid, ne? Wenn ihr so eine Erhöhung habt, es ist schön, ist schon ein irres Gefühl, wenn du so im Wheelie berghoch, jetzt da vorne, wieder bergrunter fährst. Das ist schon komisch. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja für die nächsten Male jetzt halt so ein, ja, kleine Umbaumaßnahmen vor. Ich habe mir, das hatte ich schon mal gemacht, beziehungsweise für einen Kumpel haben wir das schon mal ausprobiert gehabt. Und das wollte ich euch auch mal ganz gerne zeigen. Ob es jetzt unbedingt eine Verbesserung wird, werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung. Und ihr könnt gespannt sein. Wie gesagt, es ist bestellt, gekauft. Ich hoffe, dass es... Es soll laut Sendungsverfolgung circa morgen ankommen. Ich hoffe, das haut auch wirklich hin. Dass ich es vielleicht am Wochenende, wird es wahrscheinlich schwierig, aber allerspätestens übernächste Woche, wenn ich es zu nächster Woche nicht schaffe, euch das zeigen kann im Video. Also ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, mit einem kleinen 10-Euro-Bauteil diese Maschine um über 20 km/h schneller zu machen. Wie gesagt, ich könnte euch gerne meinen Sohnemann vorbeischicken. Der kann euch diese Maschine in 5 Minuten so umbauen, dass sie 25 Stundenkilometer schneller fährt laut Tacho. Das ist das sogenannte Tacho-Tuning. Sehr effektiv. Und die Grenzen werden meistens nur in der Technik gesetzt, weil die meisten Tachos bei 199 abschalten. Aber auch das ist kein Problem. Kostet nicht viel Geld, nur ein bisschen Zeit. Setzt das gerne in die Tat um für irgendwelche Fake-Videos oder wenn ihr euch dann wohler fühlt, wenn ihr mit über 100 durch den Ort fahren könnt. In diesem Sinne sage ich ciao und haut rein mit Toxic Time.